Hab leider kein Eisen, nicht genug Eisen für alles, beides. So wie ich das sehe. So wie ich das sehe, habe ich nicht Platz für alles. Geht nicht alles. Ach, Mann, mit ihm. Also wir können entweder saugen. Ja, saugen können wir auf jeden Fall. Das wird schwierig. Eisenteile werden schwierig. Brauche noch eine blaue Linse. Tapperzweigöl. Ist bald dran, eine Zapperzweigöl. Okay. Drei Stück habe ich angeschmissen, oder? Ja, habe ich. Wir machen gleich noch mal mehr. Es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Wo kommt der denn her? Hau ab hier. Weg. Weg, 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 weg. Kann man hier nicht irgendwie eine Überdachung machen, aber dann regnet es wahrscheinlich nicht rein. Da muss man wahrscheinlich jeden Tag gießen, ne? Das Leben ist doch echt zum Jammern. Eisenbarren geht nicht mehr, wir haben kein Eisen. Wir haben nur zwei Elektronik aus Eisen. Wir müssen noch mal dahin, ob wir wollen oder nicht. Aber nicht ohne bessere Saugkraft. Nicht ohne bessere Saugkraft. Erfordert die Mac. Natürlich erfordert es die Mac. Oh, warum springe ich da mal oben rüber? Mir zieht's die Graupen zu. Ich wünsche euch auch einen außerirdischen schönen Abend noch und eine kosmisch stille Nacht. Exotisch bunte Träume. Oh, Proxima Schlaf, gut süße Träume dir. So. Wir sind jetzt schon schneller. Und wenn wir die Linse haben, können wir auch besser saugen. Eisenteile. Hier brauchen wir Eisenteile und hier brauchen wir Eisenteile. Wir brauchen mindestens 10 Eisenteile. Und die können wir noch nicht. Weil wir das Chrom-Maisöl noch nicht haben. Die habe ich tatsächlich, ja. Die Stahl habe ich. Wir brauchen Eisen. Da kommen wir nicht drum herum. Jetzt kommt erstmal das Zapperzweigöl. Käsewies. Alternative Topfstapel. Hat das nicht Ohrgift?
So. Das heißt, wir können jetzt. War denn das jetzt? Da. Die blaue Linse. Die blaue Linse. Oh, ich bin so durch, ne? Also irgendwann ist man dann tatsächlich auch irgendwann mal wirklich K.O., ne? Ah. Nothing like a good night's rest. You've been doing real well since you arrived. Keep up the good work. So, jetzt können wir. Der Erntesauger kann kräftigeres Unkraut aufsaugen. Das können wir jetzt machen. Frisiert. Führe 10 Verbesserungen am Verbesserungsdepot durch. Das haben wir gemacht. Okay. Noch eine rote Linse hinkriegen? Warte mal. Kriegen wir noch eine rote hin? Habt ihr gesehen? Ich weiß, ich muss noch, dann noch mehr rote Linsen machen, aber ganz ehrlich, dann können wir den hier auch gleich machen. Die Reichweite. Eisenrahmen kann ich nicht. Inventarkapazität. Oh, im Mech können mehr Gegenstände gelagert werden. Oh, 5 Batterien. Was kosten die Schweineteile? Oh, was kosten die Schweineteile Batterien? Oh. Kupfererz und Zaperzweig. Mehr Kapazität heißt, er kann mehr tragen, richtig? Nicht mehr Plätze, sondern er kann mehr tragen an Kilo. Egal. Fraktalitbarren. Entesauger kann größere Gebiete aufsaugen. Uff. Okay, Mac. Wir machen jetzt hier einmal ganz kurz Tabula Rasa sauber machen. Schmeißen hier nochmal Zapperzweig und Mürzelöl und nochmal, ja, so rein. Dann gucken wir mal, was wir hier noch loswerden können. Okay, ich bin jetzt schon bei 118 Kilo und nicht überladen. Das finde ich mal richtig nice. Das hier, F. So. Müssen wir hier nochmal gießen? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, wie er sprinten kann. Ja, Hossa, die Waldfee. Ja, Kascha. Okay, wir müssen noch gießen, das kommen wir nicht drum rum. Okay, das war nur ein kleiner Ball. Noch nicht überladen. Ich muss gleich noch, ich muss noch mal eine Kiste machen, weil ich kann ja nicht so voll losgehen. Das ist wirklich total schwachsinnig. Aber ich will auch nicht 20.000, mir graut's davor, 20.000 Kisten dahin zu stellen, ganz ehrlich, ne? Also,
So, der ist. Den hier machen wir nochmal. Alle rein. Kamehameha. Ah, okay, hat geklappt. So. Ich glaube, wir müssen noch mal los, oder? Was sagt ihr? Und unseren neuen Sauger. Warte mal. Der Sauger? War der Tieflandebenen oder Treppenkipfel? Ich muss eine Kiste machen. Ich komme sonst nicht drum herum. Komm her, wir nehmen den Eisenbarren jetzt mal und jetzt stellen wir hier mal einfach mal hier so einen Schränk. So. Zack. Da werden wir jetzt mal solche Sachen reintun. Warte mal, hier können wir doch auch noch was loswerden, oder? Da können wir da Zapperöl loswerden. So. Zack, 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 zack. Zack und zack. Nur das Essen nehmen wir mit. Aber es ist schon schön, ne? Also 240 ist doppelte Menge. Doppelte Menge finde ich gut. Finde ich gut. Kostet aber Eisen. Das ist leider die traurige Tatsache. Wir haben Stahlbarren übrig. Ich glaub's nicht, ey. So. Wo war das jetzt zum Saugen? Könnt ihr mir das schnell sagen? Warte mal, wie spät ist das? Oh, nee, können wir gar nicht, ne? Und doch, ich möchte. Wo war denn das zum Saugen? Treppengipfel? Bei Tiefland eben. Treppengipfel oder Tiefland eben. Erntesaugkraft 2. Da gehen wir hin. Tieflandebenen. Hier steht Tieflandebenen. Wiederherstellungsfortschritt. Erforderliche Werkzeugverbesserung. Erntesaugkraft 2. Da müssen wir hin. Huch, nein. Warte, hör auf. Tieflandebenen. Hier, in die Richtung. Wenn man auf die Karte guckt, weiß man auch, wo man hinläuft. So, da lang. Das kommt hin. So, in die Richtung. Wie schnell er ist, ne? Juhu! Den neuen Sauger, den müssen wir probieren. Anklippen. Wir sollten vielleicht nicht über den Rand rausspringen, ne? Hallo hier, kann ich euch füttern? Oh, Kupferchen. Oh. Oh. So, da unten seht ihr es? Da müssen wir hin. Oh, Kupfer müssen wir gleich mal mitnehmen, oder? Wollen wir gleich mal Kupfer mitnehmen, ja, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir doch das Kupfer mit. Komm, ganz schnell. Schnellgang. Wir müssen. Das wäre sträflich, das hier stehen zu lassen. Guck mal, wie schnell ich bin. Jetzt. Wir sind ja auf dem Weg dahin. Guck mal, wir gehen ja runter. Wir gehen ja da hinten, wo die ganzen Teufeldinger sind. Ja, wenn wir jetzt das Kupfer eingelagert haben, dann sind wir hoffnungslos überladen. Nein, natürlich nicht. So. Juhu!
Hier bin ich. Juhu. Oh, 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 oh. Wusch, wusch, schon alles weg. Dafür haben wir jetzt geschuftet, Leute. Genau dafür. Ich sage, der eine würde sich jetzt an den Kopf fassen. Aber ich freue mich gerade wie Bolle, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Dass wir das hier für die Tiere alles schicki machen. Das war zu schnell für deine Augen. Ja. Nee, nochmal nicht. Vielleicht. Irgendwann. Zwiffuchs, für dich tue ich viel. Wusch, wusch, wusch. Und alles ist weg. La, la, la. Juhu. Liege euch alle. Oh, oh, oh. Mac ist ein bisschen zu schnell, glaube ich. Unkrautlöschung. 700 mal giftiges Unkraut. Oha. Und wir sind bei 52%. Komm, das schaffen wir noch. Ja, ja, der Händler reist ab. Das ist nicht schlimm. Das wir dann ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Au revoir. Bye, bye. Ich bin überladen. Natürlich bin ich überladen. Bei so viel giftigen Unkraut, was ich in mir trage. Doch kein Wunder. Und das liegt nicht am Kupfer. Oh, jetzt kann ich nicht mehr schnell laufen. Das finde ich aber auch nicht schön, ne? Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ich glaube, ich bin überladen. Ich würde hier gerne was reintun. Kann ich aber nicht. Das ist kein Nest. Ja, ich bin... Dieses Quick-Quick kommt immer dann, wenn ich versuche, schnell zu laufen. Also wenn ich mit der Umschalttaste schneller laufen will. Dann kommt immer Quick-Quick überladen. Also, 74%. Was sagt ihr? Schaffen wir die 100 noch? Ja, ne? Wir müssen nur alle finden. Klar. Du hast ja wieder ein Vertrauen zu mir. Ah. Flop, 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 flop. Oh, da ist ein Baum. Ja, die kann ich leider immer noch nicht machen. Doch, kann ich. Oder? Doch, die gehen, oder? Oh. Ei, 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 ei. Hallo, wollt ihr was zu essen? Ist da jemand drin? Das ist doch ein Bau, oder nicht? Doch ein Bau, oder nicht? Aber wahrscheinlich erst, wenn ich alle Giftpflanzen weggemacht habe. Das ist dein Nest, aber du musst erst... Ah ja, okay. Siehst du? Ich wäre schlau. Hab ich mich gerade erschrocken.
Oi, oi, oi. Once again, life returns. Nice work. I just realized I forgot to tell you what the R in my name stands for. It's robust. There were a few other models, like nimble, efficient, adaptable, so and so on. I was built to last. The others weren't. One by one, their signals went out. It was 100 or so years ago when the last one went dark. Been pretty lonely ever since. Den Dreck sammeln wir hier noch ein, den wir hier. Ja, ja, ich bin. So. Kann ich die jetzt schon sehen oder erst morgen nach dem Schlafen? Wahrscheinlich erst nach dem Schlafen, ne? Was bedeutet dieser Busch hier? Nur einfach Busch. Na gut, weil die so leuchten, ne? Ja. Ah, guck mal, da ist auch so ein Kabeldings. Ich bin glaube ich auch schon ADHS. Da ist auch so ein Leuchtedings. Das Problem, was ich habe, komm hier mit dem Mac nicht hoch. Das liegt nicht am Kupfer, das liegt nicht am Kupfer. Am Morgen, ja, okay, da müssen wir kurz warten. Wir werden ja wahrscheinlich gleich morgen haben. Und dann schauen wir mal, was hier so ist. Würde mich ja schon mal arg interessieren. Also es liegt definitiv nicht am Kupfer, dass ich überladen bin. Das ist absolut ausgeschlossen. Sieht man hier? 89 Kilo macht nur das Kupfer. Wenn man so sieht, für die Dings, ne? Das sind 32 Kilo. Und ich habe noch das ganze Fressen auch noch in der Tasche. Also, 120 Kilo kann ich tragen und 133,5 habe ich. Ist doch nicht so viel. Ist doch nicht so viel. Cool aus, ne? Der Morgen, er kommt vorbei. Ist das auch ein Skelett dort oder sind das Pflanzen? So. Region wiederhergestellt, die Tieflandebenen. Oh, was ist das denn? Oha, was ist das? Ist das dieses Takla, was ich da gelesen habe, dieses Takla irgendwas? Nothing like a good night's rest. Restoring that region yesterday felt great. Maybe there are some more good to be done around here. Keep a lookout, will ya? Aber wir sollen die Augen offen halten. Okay. So, was gibt's jetzt hier für Tierchen? Zeig mir mal. Krabbeling. Das ist hier. Oh, der braucht salziges und ich habe natürlich nur ein salziges Essen, ne? Ich habe nur ein Essen, leider. Ach nee, habe ich gar nicht. Ich habe gar kein salziges, nicht nur eins nicht. Oh, was ist das da? Oh!
Wie cool, wie cool. Oh, Verena, ich bin auch gleich weg, warte, ich bin auch gleich weg, warte doch. Oh, das ist jetzt hier, was ist das hier? Die Leuchteblüte, Blüte. Wir haben sie. Okay. Ihr Lieben, ich bleib hier. Komm, wir machen das so. Wir bleiben hier einfach stehen, dass wir wissen, wir machen hier weiter. Wir müssen dieses Gebiet jetzt erforschen. Aber der, ah doch, kann ich speichern? Warte. Speichern kann ich. Okay, okay, alles gut. Dann werden wir hier nächstes Mal weitermachen und natürlich die Tieflandebenen erforschen. Und wir müssen nach Hause. Ich weiß nicht, wann der nächste Dings kommt. Der nächste Hagel. Auf jeden Fall wird es noch interessant. Wir haben noch viel zu erledigen. Wenn ihr dabei sein wollt, dann seid zum nächsten Stream wieder dabei. Wenn euch auf YouTube die Folgen gefallen haben, bitte schön ein Däumchen unter das Video. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.